Dr. Roman? Waffe weg! Oh, wow, ganz ruhig, Doc. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Ich bin Jim Peyton. Ich bin hier... Was? Woher? Coronis, woher zur Hölle soll ich denn sonst kommen? Braddock schickt mich. Ich kenne Sie. Stimmt. Ich bin mit dem Freak hier gelandet, den Sie nicht mögen. Den mit der Riesenbirne. Wir sind nur zusammen geflogen. Ich kenne den kaum. Sind wir dann fertig mit dem Zielen auf mich? Braddock schickt Sie? Er wollte sicher gehen, dass bei Ihnen alles okay ist. Sehen, ob Sie Hilfe brauchen. Welch rührende Sorge nach so vielen Monaten. Welchem Umstand verdanke ich dieses Übermaß an Vorsicht? Könnte ich Sie auch fragen, Shotgun Sally? Dann haben Sie es auch gesehen, nicht wahr? Es? Irgendjemand weit weg. Beobachtend. Schwer zu sagen, was ich da gesehen habe. Man sagt, man wird irre, wenn man zu lange hier bleibt. Mag sein. Fühlen Sie sich irre? Kann ich nicht sagen. Dann gibt es da etwas, das uns der Alte nicht sagt. Das ist Ihnen doch klar, oder? Ich will's gar nicht wissen. Ich weiß, wie das ist. Sie sind nicht hergekommen, um Fragen zu stellen. Aber glauben Sie mir, James, dieser Planet hat Geheimnisse. Passen Sie auf. Die schleichen sich an, wenn Sie es nicht erwarten. Tja, alles sehr geheimnisvoll, Doc. Aber ich habe hier was zu tun. Ah! Da habe ich was für Sie. Wenn Sie mir wirklich helfen wollen, gibt es nur eins, was Sie tun können. DNA-Tagger für Ihre Pistole. Sammelt, analysiert und speichert genetische Muster für meine Forschungen. Wollen Sie mir helfen? Gleich um die Ecke ist ein Akridennest. Taggen Sie die Gelege für mich. Hört sich ganz einfach an. Nehmen Sie Drahtseil mit Motorwinde für Ihren Enterhaken. Das brauchen Sie, um zu den Eiern zu kommen. Thank you.
James. Leider habe ich keine Credits, um Sie richtig zu bezahlen, aber behalten Sie das Stahlkabel. Das können Sie sicher brauchen. Viel Glück da draußen. Braddock, hier ist Jim. Dr. Roman geht's gut. Denke nicht, dass Sie sich um sie Sorgen machen müssen. Freut mich zu hören. Besten Dank für Ihre Mühe. Keine Ursache. Sonst noch was, wo ich schon mal hier bin? Neben den laufenden Aufträgen? Wir haben ein relativ großes Vorkommen an T-Energie in der Nähe entdeckt. Aber mit Ihrer Ausrüstung kommen Sie da nicht ran. Wenn Sie zurück sind, bitten Sie Gale, Ihren Mechpa-Upgrade um eine Winde zu erweitern. Roger. Peyton out. Moment, habe ich da meinen Namen gehört? Hör mal, Jim, weißt du noch, wie ich dich vor einiger Zeit gebeten habe, für mich den Servo-Controller von La Roche's kaputtem Windenarm zu holen und du mich hast abblitzen lassen? Also, weißt du, die Sache ist, ich brauche das Ding immer noch. Wenn du das Upgrade willst, das Braddock erwähnt hat, wenn du ihn findest, baue ich ihn gerne für dich ein. Bin ich sauer oder verletzt oder auf Rache aus oder so, mir geht's total gut und so.
Gut. La Roche sucht einen Weg rüber. Aber ich denke, der ist weg. Zum Glück waren das nur Medikamente und keine Lieferung der Klasse A. Hoffen wir nur, dass jetzt keine Krankheiten ausbrechen. Zurück nach Hause. Out.
Ich habe das Ding gefunden, nach dem du suchst. Genial! Komm einfach vorbei, wenn du das nächste Mal im Hangar bist. Bin mir ziemlich sicher, du weißt, wo du mich findest.